zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Unboxing der Vegan Beauty Basket Weihnachtsedition. Wenn dich das interessiert, dann bleib einfach dran. Das ist die Vegan Beauty Basket Box in der Weihnachtsedition. Normalerweise kommt die in einer schwarzen Kiste. Da bist du wieder super vorbereitet. So sieht die normalerweise aus. Und dieses Mal hat sich die Vegan Beauty Basket für ein ganz anderes Design entschieden. Und zwar eine ganz schöne beige Variante. Genau, und wenn ich sie aufmache, dann kommt sie mit einem, ja, mit einem cremefarbenen Schleifchen, mit einer Karte, oh ja, die ist schön. Und zwar steht hier drauf Happy Holidays und fröhliche Weihnachten. Also eine kleine Weihnachtskarte sozusagen. Und dann machen wir jetzt einfach mal das Schleifchen auf. Dieses Mal riecht sie jetzt nicht wie üblich. Also normalerweise ist es so, dass Vegan Beauty Basket Boxen, dass sie wirklich, wenn du die aufmachst, dass da wirklich immer ein ganz schöner Duft verströmt wird. Und dieses Mal riecht sie ziemlich neutral. Das ist die Produktkarte, die legen wir jetzt eben beiseite. Und dann bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, was da drin ist. Das sieht doch mal wieder wunderschön aus. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal das erste große Produkt heraus. Und zwar ist das eine Aufbausalbe, eine regenerierende Hautpflege, Feuchtigkeit spenden und bewahrend. Gold Cream nennt sie sich. Jetzt muss ich mal eben schauen. Regenerative Pflege für trockene Haut mit veganem Wachs, Rosenblütenextrakt und Olivenöl. Wie man es anwendet, auf die gereinigte Haut der Hände oder des Körpers auftragen, einmassieren. Wirkt antioxidativ, spendet und bewahrt die Feuchtigkeit der Haut optimal. Jo, wie sieht sie denn aus? Ja, Studio Botanic war schon mal in einer Box drin und zwar das hier, das ist nämlich die Handcreme. Genau, das ist die Handcreme und die beiden Tuben sehen ja wirklich sehen sich zum Verwechseln ähnlich aus. Genau, und ich bin mit der Handcreme eigentlich wirklich sehr zufrieden. Und ich bin dann mal gespannt, wie diese Creme so sein wird. Ich denke mal, sie wird die gleiche Qualität haben. Und jetzt gerade im Winter, wo die Haut zu Trockenheit neigt, zu rissigen Stellen, werde ich sie sehr gut verwenden können. So, das ist das Erste. Mal eben checken hier, ob auch alles sitzt. Ja, meistens ist es so, dass ich erst beim Schneiden sehe, dass mir entweder, dass ich hier einen Fussel habe, dass mir die Mascara verläuft, dass mir der Lippenstift verläuft. Und ja, deswegen habe ich jetzt immer einen Spiegel vor mir, um alles nochmal abzuchecken. Machen wir jetzt einfach mal weiter. Und zwar ist das nächste Produkt von der Firma Coopers, Made by Coopers, Apothecary, Sleepy Head, oh, Lavender, Lavendel ist dabei, ja, Lavender, Frankincense und Kamille, jo, das steht hier alles auf Englisch, jetzt muss ich mal eben in die Produktkarte schauen. Ah, Room and Pillow Mist, das, ach, okay, selbsterklärend, also es ist ein Zimmerduft oder ein Kissenduft
Und Lavendel, es passt genau. Lavendel beruhigt. Mit Lavendel kann man sehr, sehr gut einschlafen. Ich lege das mal eben vor. Und zwar, genau, Kissenspray. Dieses Kissenspray versprüht einen entspannenden Duft und sorgt zu Hause und unterwegs für erholsamen Schlaf. Vor dem Schlafengehen zur Förderung der Erholung und Entspannung auf Kissen oder Bettbezug sprühen. Ja, ja, also der Lavendelduft ist hier wirklich sehr stark, aber angenehm. Also ich will damit sagen, der Lavendelduft, der kommt hier bei dieser Mischung am meisten heraus. Jo, ich freue mich, dass es dabei ist, denn ich liebe Lavendel. Das nächste Produkt kenne ich schon, das habe ich mir mal im Rossmann gekauft und zwar von der Firma Walz 7. Eine Duschbombe, das ist eine Tablette, die man dann einfach auf den Duschboden legt und dann sich ganz normal duscht. Und dadurch werden Düfte verströmt. Und ja, hier steht, erlebe die neue Duftexplosion von beruhigender Fichte direkt in deiner Dusche. Ich habe es noch nicht ausprobiert, das, was ich zu Hause habe. Ja, mal gucken. Das hier ist von der Firma Lima. Da habe ich auch schon ein Produkt von. Und zwar ist das eine Lavendelseife für die Gesichtsreinigung. Und der Duft ist super bombastisch. Und das hier ist jetzt eine Cocoa Babe Body Butter. Snowflake nennt sich das. Lima, genau. Diese feste Bodylotion von Lima wird in der Naturkosmetik-Manufaktur von Hand gerührt und liebevoll in Form gegossen. Bio-Kakaobutter und natives Bio-Kokosöl beruhigen und pflegen die empfindliche, trockene und gereizte Haut. Auch für Kleinkinder und werdende Mütter geeignet. So. Also, die Bodybutter muss auf der trockenen und sauberen Haut angewendet werden. Führe die Butter zart an den Arm, am Bauch und den Beinen entlang. Die geschmolzene Butter anschließend mit kreisenden Bewegungen mit der Hand verteilen und einmassieren. Es riecht nach nichts. Da kommt mir jetzt kein Duft entgegen, keine Duftexplosion wie bei der Lima-Seife, Gesichtsseife. Aber ich bin gespannt, wie das auf der Haut funktioniert. Das letzte Produkt kommt in so einer, ja, in so einem Säckchen und in diesem Säckchen befindet sich ein Glasfläschchen mit einer Pipette und ich denke mal, das wird ein Duft sein. Nein, das ist eine ein Augenkonturöl. Okay. Dieses hochwertige Augenkonturöl von der französischen Manufaktur Chaux Nature pflegt die zarte Augenpartie, spendet Feuchtigkeit und lässt die Augen strahlender aussehen. Schwellungen werden dabei deutlich sichtbar reduziert. Ja, es ist ein Öl. Ich bin da jetzt ein bisschen skeptisch, weil ich mag keine öligen Konsistenzen unter meinem Auge, weil das bei mir immer ins Auge rutscht vom Duft her. Riecht das nicht so besonders. Es riecht nach Naturkosmetik. Es riecht nach Hafer. Es riecht nach, was ist denn da drin? Ja, den Duft kann ich jetzt nicht spontan definieren, da müsste ich nochmal googeln, aber es riecht nach Naturkosmetik. Wenn man ins Reformhaus reingeht, dann kommt mir immer ein Duft entgegen. Ich weiß nicht. Und das riecht nach Reformhaus. Genau. Aber von der Pflege her, ja, es pflegt auf jeden Fall. Aber und das Ölige verschwindet eigentlich auch sehr schnell. Und es führt sich weich an. Ja, das Öl ist verschwunden. Es fühlt sich
sehr weich an. Also da bin ich wirklich gespannt. Von der Firma habe ich noch nie was gehört. Freue mich also auch, es austesten zu dürfen. Das war die Vegan Beauty Basket Box Weihnachts Edition. Ich muss sagen, sie gefällt mir sehr gut. Da sind wieder ganz neue Produkte mit dabei, die ich austesten kann. Naturkosmetikprodukte, tierversuchsfreie Produkte. Und ja, sie hat mir sehr gut gefallen. Den Gesamtwert der Box werde ich euch hier oben einblenden. Also diese Box kostete, ich glaube, um die 20 Euro. Werde ich euch auch nochmal hier einblenden. Genau. Okay, das war's mit diesem Video. Hier nochmal ein Hinweis. Der Beauty-YouTuber Adventskalender 2018 läuft immer noch. Ich habe mein Türchen am 13. geöffnet. Da läuft eine Verlosung. Und es läuft auch eine Verlosung bei meinem 300-Abonnenten-Video. Das heißt, ich habe zwei Verlosungen am Start. Guckt einfach mal rein und guckt auch bei den anderen Mädels rein, die bei dem Adventkalender mitmachen, denn jedes dieser 22 Mädels hat eine Verlosung für euch. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.